Hey, hallo und herzlich willkommen zu den True Miles Podcast Questions and Answers Q&A vom 26.05.2024. Los geht's. Und zwar fragt der Jan zur Amex Freundschaftswerbung. Er schreibt, kann es sein, dass man keine Freundschaftswerbung mehr für eine Goldkreditkarte in der aktuellen Aktion machen kann, wenn man schon eine Platinumkarte besitzt? Meine Frau, also nicht meine, sondern Jans Frau, hat eine Freundschaftswerbung versendet. Angeboten bekommt man als Geworbener jedoch nur die private und Business Platinum als Option, wenn man sich alle möglichen Karten anzeigen lässt. Falls dem so ist, müsste sich meine Frau erst eine andere Karte unterhalb der Gold zulegen, damit sie auch die Gold werben kann. Wir sind gerade im Überlegen, schreibt er, die Gold für mich zu beantragen und idealerweise auf dem Weg noch einen Werberbonus für meine Frau mitzunehmen. Kai, hallo. Ja, hallo Wolfram. Ich blick da nicht durch, was er ja eigentlich will. Kannst du mir das erklären? Er will Punkte und das kann man ja auch gut verstehen. Wollen wir ja alle. Die Frage haben wir in einer ähnlichen Variante jetzt, glaube ich, schon dreimal gehabt, seit die neue Aktion läuft von Amex. Und die Antwort ist die gleiche. Ja, es ist so, dass Amex während solchen Promotions dann eben nur die Farbe werben lässt, die eigene Karte hat. Also wer Platinum hat, kann auch nur für Platinum werben. Wer Gold hat, kann für Gold werben. Oder ich glaube, aufwärts geht, aber abwärts geht dann eben entsprechend nicht. Kurzum, ja, das ist so und damit muss man leben. Wenn die Frau sich jetzt eine niedrigere Karte besorgt, ich würde mir natürlich idealerweise die Goldkarte besorgen. Wenn ich Gold werben will, dann macht es ja Sinn, dann auch die Goldkarte zu haben. Da kriegt sie dann nochmal 50.000 Punkte und kann dann eben auch 50.000 Punkte bekommen für die Werbung. Würde sie jetzt eine Green Card nehmen, dann würde sie ja für die Werbung der Goldcard keine 50.000 bekommen, sondern nur 10.000. Also wenn man die Aktion jetzt ausreizen will, dann muss man eben auch eine Goldcard haben, um eine Goldcard werben zu können und dann nimmt man den Bonus eben entsprechend mit. Und wir hängen wie immer die Links unten dran, weil die Aktion läuft ja jetzt noch mit dem Rekordbonus für die Gold. Also falls du jetzt eine beantragen möchtest, sehr gerne über unseren Link. Das Schild hat er extra gemalt, der liebe Kai. Hat das nicht schön gemacht? Also den Link in der Description nicht vergessen, wenn ihr jetzt noch die Gold mitnehmen wollt mit diesem sagenhaften Rekordbonus. Kommen wir zur nächsten Frage von Stefan. Und zwar schreibt der Stefan, vielen Dank für den super Podcast. Seit Anfang des Jahres höre ich gespannt alle Folgen. Jetzt habe ich selbst mal eine Frage. Für den Herbst im Oktober planen meine Frau und ich eine Business Class Prämienflugreise. Dank eurer Tipps habe ich meine Membership Rewards Punkte zu British Airways transferiert und werde die nun boostern. Vorbildlich. Ziel ist ein Flug von Frankfurt über Doha nach Muscat. Verfügbarkeiten, Business im Saver-Tarif im Oktober 24 bei Qatar Airways gibt es, das ist soweit kein Problem. Nun haben wir aber auch noch 180.000 Miles and More Meilen. Wie kommen wir am besten mit einer Star Alliance Airline, beziehungsweise mit meinen Miles and More Meilen, von Muscat zu einer anderen Destination? Mit Ethiopian Airlines kommt man ja über Addis Abeba natürlich zu diversen Zielen Afrikas. Business Class ist bekanntlich nicht in jedem Flugzeug top-notch. Andere Möglichkeiten konnte ich, also der liebe Stefan, nicht finden. Kai, hast du ihm da rausgeholfen? Jein, ja, wir haben ein bisschen hin und her geschrieben. Erstmal finde ich die Idee natürlich toll, weil das so ziemlich das ist, was ich mache. Ne? Einfach sinnlos drauf losfliegen, um seine Meilen loszuwerden. Das ist mir also sehr sympathisch. Und er hat auch mehrfach geschrieben, ist ihm eigentlich vollkommen egal, wo es hingeht. Ne? Hauptsache die Meilen reichen. Ja. Das ist eine gute Einstellung. Damit kommt man auch weit, denn das bedeutet ja, dass man flexibel ist und wer flexibel ist, wird belohnt. Das ist immer so. Sein Problem oder dass er die erste Herausforderung ist, aus Muscat wegzukommen, denn von da fliegen, er hat nur Miles and More Meilen, das heißt, er muss mit der Star Alliance fliegen und von der Star Alliance fliegen da genau drei Airlines weg, nämlich Turkish Airlines, Egypt Air und eben Ethiopian Airlines. Mit Turkish Airlines wäre er dann relativ schnell wieder in Deutschland. Das wird ihm zu kurz sein oder wird ihm zu wenig sein. Dafür hat er auch zu viele Meilen. Es macht tatsächlich Sinn, Richtung Äthiopien oder Richtung Ägypten zu fliegen. Ich habe ihm empfohlen zu gucken, ob er vielleicht noch mit einem gekauften Ticket nach Dubai kommt. Das ist nur eine halbe Stunde. Ich stand vor einem Jahr ungefähr vor genau der gleichen Situation. Ich war auch in Muscat und musste irgendwie weiterkommen mit meinem Review-Trip letztes Jahr. Ja. Und bin dann eben auch nach Dubai geflogen, noch mit Oman Air in der Business Class.
Von da würde er dann nämlich mit Ethiopian Airlines auch in einer 777 nach Addis Abeba kommen, während von Maskat nur die kleine 737 fliegt. Ne? Also das wäre also schon mal ein Upgrade vom Bordprodukt. Dann wäre er in Addis Abeba und dann wird es natürlich problematisch. Denn wenn er weiterfliegt nach, und das war dann seine Idee, er wollte nach Simbabwe, da hat er eine Verfügbarkeit gefunden. Also sehr schön, er lässt sich treiben von Verfügbarkeiten und nicht davon, wo er eigentlich hin will. Victoria Falls zu den Wasserfällen Simbabwe. Simbabwe ist allerdings schon Südafrika, das heißt, das ist eine andere Region. Das ist noch kein Problem, wenn er von Dubai kommt oder von Maskat, weil Dubai, Maskat, Nahost und Nordafrika sind eine Zone. Das heißt, bis Äthiopien, Addis Abeba, ist alles eine Zone. Das ist also noch unproblematisch. Und wenn er von da dann eben nach Südafrika fliegt, ist das ein Zwei-Regionen-Award, kann er drei Segmente fliegen, alles prima. So, jetzt muss er aber irgendwie von Simbabwe wieder zurück nach Deutschland kommen mit seinen restlichen Meilen. Und seine Idee war natürlich, und da hatte er dann auch schon für die Einzelstrecken Verfügbarkeiten gefunden, dass er dann wieder über Äthiopien nach Deutschland fliegt. Das ist dann aber ein Problem, weil das ist dann ein Drei-Regionen-Award. Ne? Dann fliegst du nämlich von Südafrika über Nordafrika nach Europa. Und das kostet dich dann 97.000 Meilen. Das funktioniert also so nicht. Das ist, würde ich nicht machen. Das ist ja albern. Also wenn er den Trip nach Simbabwe machen will, müsste er dann von Simbabwe sich einen Zubringer nach Johannesburg suchen und dann eben von Johannesburg mit Lufthansa oder Swiss oder so Richtung Europa fliegen. Dann wäre es ein normaler Zwei-Regionen-Award. Der wäre ein bisschen teurer. Braucht er wahrscheinlich noch ein paar Meilen, aber das scheint mir die bessere Variante zu sein, weil er noch ein, zwei neue Bordprodukte sieht. Er kann mit South African Airways kann er noch von Simbabwe nach Südafrika fliegen und von da dann halt irgendwie nach Europa. Muss er einfach gucken, ob das mit den Meilen reicht. Wahrscheinlich nicht ganz. Dann muss er vielleicht noch ein paar dazu sammeln. Hat ja noch ein paar Tage Zeit. Aber die Idee finde ich ganz hübsch. Also Stefan, toi toi toi. Ich bin gespannt. Vielleicht hast du zwischendurch Gelegenheit, ein paar Fotos zu schießen. Mit oder ohne Gesicht. Würde mich freuen. Kommen wir zur nächsten Frage von Guido. Das geht ganz schnell, glaube ich. Das Lufthansa Codeshare-Abkommen mit Bangkok Airways betreffend. Ich glaube, das hast du als Boutique-Airline bezeichnet, Kai. Die Frage von Guido ist ganz einfach. Werden denn für den Flug von Bangkok nach Koh Samui und zurück von Koh Samui nach Bangkok Miles in Moormeilen gut geschrieben, Kai? Ja, mit der Frage war auch nicht der Erste. Frank hatte in den Kommentaren schon genau die gleiche Frage gestellt. So sind sie, unsere Zuschauer. Ne? Immer gucken, wo sie Meilen einsammeln können. Gefällt mir. Nee, leider nicht. Das ist nur ein Codeshare-Abkommen. Ist also keine Partnerschaft mit dem Vierfliegerprogramm, sondern eben nur in Anführungsstrichen Codeshare. Gibt es keine Meilen für. Dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar zur Frage von Oliver. Betreffend den Upgrade von einer Amex Blue oder Amex BMW Kreditkarte. Der Oliver schreibt, letztes Jahr habe ich mir die kostenlose Amex Blue zugelegt, aber auch nur aus einem bestimmten Grund. Lange raten müssen wir da nicht. Ich erhoffe mir nämlich mit einem Upgrade auf die Amex Gold mehr Willkommenspunkte mitzunehmen als bei einer normalen Beantragung oder Freundschaftswerbung. Das war zum Beispiel im Dezember 2023 schon mal der Fall. Da gab es für den Upgrade 60.000 Punkte. Da gab es den Podcast schon. Hatten wir das auch zum Thema gemacht? Kann ich mich gar nicht erinnern. Jedenfalls. Bis dahin wollte ich, schreibt der Oliver, aber noch andere Möglichkeiten nutzen, um Membership Rewards Punkte zu generieren. Ich habe gelesen, dass man für die Aktivierung des Membership Rewards Programm 5.000 Punkte erhält. Also für die Aktivierung bei Kosten von 30 Euro. Nun die Frage, bekomme ich diese Willkommen Punkte auch, wenn ich bereits eine BMW Amex habe, mit der ich Membership Rewards Punkte sammle. Auf der Amex Website steht nur, dass diese Punkte nur bei der erstmaligen Anmeldung gutgeschrieben werden. Gilt meine bestehende BMW Amex schon als erfolgreiche Anmeldung, Kai? Die Leute beantworten sich die Fragen immer selber. Ich rate bei solchen Angelegenheiten dringend dazu, Amex ernst zu nehmen. Wenn die schreiben, erstmalige Anmeldung und man hat schon eine Amex-Karte, wo man schon mit dem Membership Rewards Programm oder beim Membership Rewards Programm angemeldet ist, dann ist die Amex Blue nicht mehr die erstmalige Anmeldung. Ja. Ich habe genau aus dem Grund habe ich übrigens die Amex Blue nie beantragt. Das ist eine der wenigen Karten im Amex Kosmos, die ich nie gehabt habe, weil ich auch genau über diese Formulierung gestolpert bin, ne? Dass man die Punkte nur bekommt, wenn man sich erstmalig anmeldet. Und da bin ich ein paar Jahre zu spät. Ja, also leider können wir da keinen guten Bescheid geben. Aber der Raimund, die Frage, da fällt dem Kai bestimmt was ein dazu. Der liebe Raimund fragt, wenn ich meinen Meilenvorrat verflogen habe, wie kriege ich den wieder aufgeladen? Er schreibt, wie in den letzten
letzten 4 bis 8 Wochen habe ich mir immer wieder einige Videos über Meilen sammeln und Meilen einlösen angeschaut. Aber, das ist die Frage von Raimund, was macht man denn, wenn der Meilenvorrat zu Ende ist? Auch 500.000 Meilen, 2 Millionen Meilen sind mal eingelöst. Und dann, ich konnte nirgends ein Video entdecken, schreibt er, wo es einen Vorschlag, einen Rat gibt, wie man danach schnell an neue Meilen kommt. Kai hat bei seinen vielen Flügen scheinbar ja einen nie versiegenden Meilenvorrat. Kai, wie machst du das bloß immer? Also tatsächlich ist es eher im Gegenteil so, dass ich immer sehr darauf erpicht bin, nicht zu viele Meilen auf dem Konto zu haben. Ich fliege also gerne die Kontostände ein bisschen runter, aus den schon häufig genannten Gründen. Dass er kein Video gefunden hat, in dem wir darüber reden, wie man an Meilen kommt, dann hat er nicht richtig geguckt. Ne? Da reden wir eigentlich jede Woche drüber, auf die eine oder andere Art und Weise. Ja, vielleicht also die falschen Keywords, und ich kann es mir auch nicht richtig erklären. Meine Meilenstrategie basiert auf 3 Säulen. Das eine ist eben Miles and More. Da bin ich nun natürlich im Ausland ein bisschen gehandicapt, weil ich dann Payback und vieles, was ihr in Deutschland so machen könnt, kann ich hier nicht machen. Aber Miles and More sind natürlich immer so also im alltäglichen Leben relativ leicht zu sammeln. Das ist also Punkt 1. In Verbindung Punkt 2 mit ist, besorgt ihr eine Amex und sammelt dann eben Membership Rewards Punkte. Und Punkt 3 ist, für die kurzfristigen Geschichten, die man mit Punkt 1 und Punkt 2 nicht abgedeckt bekommt, kauft man sich dann eben Meilen dazu, idealerweise mit einem Bonus bei einem der Programme. Die Namen sind ja auch schon oft genug genannt worden. Aeroplan, Live Miles, auch Miles and More mit dem Bundle & Co. Kann Sinn machen, wenn man nicht gerade in die USA fliegen will. Na, da ist ja gerade sind ja gerade die Treibstoffzuschläge deutlich erhöht worden. Also das sind die 3 Möglichkeiten, wie man an Meilen kommt. Ich gucke immer, dass ich noch genug Meilen bei Miles and More für den nächsten Prämienflug habe, sodass, wenn irgendwie was passiert, na, ich denn da schnell, wenn Allegris plötzlich hier nach Thailand fliegt, dass ich den dann schnell buchen kann, den Flug. Amex-Punkte hat man immer so, wenn man ein paar Freundschaftswerbungen macht, hat man immer genug Punkte auf dem Konto, dass man da zumindest einen Prämienflug buchen kann, und dann kaufe ich eben strategisch dazu, wenn mir noch was fehlt. Also das sind die 3 Möglichkeiten, wie man an Meilen kommt oder bei Meilen bleibt. Er hat ja das Problem, der Raimund ist derjenige, der nach Australien will. Alle 2 Jahre fährt er zu seiner Tochter nach Australien und wartet im Moment, hat schon Emirates Economy-Flüge gebucht, im Flex-Tarif alles richtig gemacht, will die upgraden, also will ein Upgrade mit Meilen dann machen. Die Meilen hat er dafür auch sich besorgt und hat jetzt Angst, dass das alles nicht so richtig klappt und verfällt jetzt in Panik und überlegt jetzt also kurzfristig noch irgendeine Aktion zu machen, anders statt mit Emirates dahin zu kommen. Da versuche ich ihn von abzubringen. Ich kann das verstehen, dass es unangenehm ist, mit der Aussicht auf 20 Stunden in der Economy zu sitzen, jetzt darauf zu warten, dass ein Upgrade kommt. Aber die Wahrscheinlichkeit, ich habe extra für ihn mal sämtliche Vielfliegerprogramme, die in Frage kommen Richtung Australien, habe ich mal geguckt, ob da sich irgendwas abzeichnet, dass da irgendwie noch was anderes gehen würde. Und bei keinem anderen Programm ist auch nur ein einziger Platz. Er fliegt im September. Ich habe nicht einen einzigen Platz gefunden im September. Weder bei Miles & More, noch bei Qatar Airways, noch bei British Airways, noch bei Live Miles, noch bei Aeroplan. Also nichts. Nada, niente. Das einzige Programm, wo es Premiumplätze gibt nach Australien in dem Zeitraum, ist Emirates. Im Moment noch viel zu teuer, und Premiumflüge will er ja nicht machen. Er will ja das Upgrade machen. Das bedeutet, dass die Kabine bei Emirates noch nicht voll ist, wenn sie noch Premiumplätze haben. Und dann besteht auch noch eine realistische Chance, dass da am Ende dann noch ein Platz frei wird. So, das nochmal hinten dran, um die Geschichte abzurunden. Aber ja, wie man Meilen sammelt, machen wir eigentlich jede Woche. Ne? Erzählen wir eigentlich jede Woche. Sollte jetzt deutlich geworden sein. Also abonnieren, nicht vergessen. Wir leiden an mangelnden Abos. Wir haben wahnsinnige Zugriffszahlen, aber komischerweise abonnieren die wenigsten Leute. Abonnieren hilft und dranbleiben, bei uns im Podcast auch dranbleiben, weil wir nehmen die beiden Themen. Wie sammle ich Meilen, wie löse ich sie ein? Das sind eigentlich die beiden Themen, die wir hier die ganze Zeit behandeln. Und wir haben jetzt definitiv über 100 Videos schon auf dem Kanal. Also da ist Stoff. Kommen wir zum lieben Dirk, der hat eine richtig lustige Frage. Und zwar Meilen sammeln mit der Kanalmitgliedschaft beim True Miles Podcast. Das ist doch mal eine Idee. Der Dirk schreibt, ich hätte da mal eine Frage an euch beide. Beschränkt sich die Kanalmitgliedschaft, Gold oder Platin mal dahin, auf zusätzliche Videos, auf die man Zugriff hat, oder kann man sich auch bei Buchungen von Flügen an euch wenden? Zum Beispiel sucht ihr dann nach was Passendem oder bietet ihr diesen Service vielleicht zusätzlich an? Oder wäre das etwas,
etwas, was für die Zukunft in Frage käme, fragt der Dirk trickreich. Mir fällt gerade auf, dass es wohl doch mehr als eine Frage geworden ist. Wie immer, Smiley. Okay, dann hätte ich noch eine Anmerkung statt einer Frage. Noch ein Smiley. Was die Beiträge eurer Mitgliedschaften betrifft. Gold 2,99 und Platin für 4,99 Euro. Meilensammeltechnisch gesehen eigentlich eine absolute Vollkatastrophe. Dritter Smiley. Wenn ich pro Euro eine Meile rechne, dann geht mir doch gefühlt mit den 99 Cent eine Meile verloren, oder? Klar, 2,99 hören sich besser an als 3 Euro und so weiter, bla bla bla. Aber habt ihr mal darüber nachgedacht, die Beträge aufzurunden? Ich bin mir sicher, dass niemand eurer Mitglieder wegen 1 Cent die Mitgliedschaft kündigt, schon gar nicht, wenn er dadurch eine Meile mehr sammelt. Vorschlag von meiner Seite, schreibt der Dirk, nehmt den Punkt doch einfach mal in eines eurer nächsten Videos auf und lasst die Zuschauer, Mitglieder darüber abstimmen. Kai, was sind so deine Gedanken zu diesem netten Beitrag vom lieben Dirk? Eine richtige Q&A-Frage war ja eigentlich gar nicht dabei, aber er hat schöne Vorschläge. Eine ganze Latte. Ein paar schöne Ideen. Einige sind nicht umsetzbar, nämlich was die Preiserhöhung angeht. Also erstmal die Preise, ja. Die haben wir so übernommen, die werden von YouTube vorgeschlagen, ne, 2,99, 4,99. Da haben wir uns dann ehrlich gesagt keine riesengroßen Gedanken darüber gemacht. In dem Niedrigpreisbereich ist das im Grunde genommen ja auch egal, ob es ein Euro mehr oder ein Euro weniger ist. Bleiben ja auch immer noch 30% davon bei YouTube hängen. Insofern ist das ja im Grunde genommen eher ein Taschengeld. Für das Taschengeld, das ist die schlechte Nachricht, ist natürlich eine Rundumberatung und ich suche euch die Prämienflüge zusammen. Das geht natürlich nicht, ne? Das ist, glaube ich, jedem klar. Sonst müssten wir mich klonen ungefähr 10-mal, damit wir da die entsprechenden Beratungen durchführen. Hast du sonst noch was zu tun, außer dem Podcast, Kai? Tatsächlich biete ich als Launchrocker diese Beratung, die er da anfragt, an. Aber die ist ja natürlich ein ganzes Stückchen teurer, weil das natürlich auch eine Menge Aufwand ist und auch eine Menge Zeit kostet. Den Link können wir mal zur Fremdwerbung in die Description packen. Findet ihr auch auf meiner Bei mir Coffee-Seite. Da ist dann als extra eine Stunde Quatschen mit dem Launchrocker. Über was auch immer ihr wollt. Wir können auch über Fußball reden, aber das macht dann vielleicht keinen Sinn. So, das aus dem Weg geräumt. Schalke vorzugsweise. Gerne. Also ich höre mir auch nicht für eine Stunde bei dem Preis, höre ich mir auch das Gequatsche von irgendwelchen BVB-Fans an. Das macht mir gar nichts aus. Spaß beiseite, das aus dem Weg geräumt, reden wir über das, was eigentlich hinter der Frage steckt. Es geht ja auch gar nicht so sehr um den 1 Cent oder um das Meilensammeln damit. Sonst könnten wir ja sagen, naja, wir müssen dann ja aber auch die Miles & More Kreditkarteninhaber, die bekommen immer nur für 2 Euro eine Meile, dann müssen wir schon 6 Euro machen. Und wenn wir dann noch die Payback Visa Kreditkarteninhaber nehmen, die bekommen nur einen Payback-Punkt für 5 Euro. Das heißt, dann müssen wir schon 10 Euro machen. Ne? Also das führt ja zu nichts. Aber die Frage, die dahinter steckt, die ist ja vielleicht ganz interessant und das ist auch eine Frage, die wir gerne an euch weitergeben wollen, die uns Woche für Woche zuschauen und ja auch durchaus mit einem positiven Feedback. Und wir haben auch eine ganze Reihe von Kanalmitgliedern, das geht jetzt auf die 100 zu, da sind wir froh und dankbar drüber. Aber die Frage, die sich stellt, ist, gibt es vielleicht tatsächlich den Wunsch bei euch, noch mehr an Leistungen zu bekommen, an Tipps? Wärt ihr dafür auch bereit, mehr zu zahlen? Das ist ja das, was der Dirk da so ein bisschen nahelegt. Tatsächlich ist es ja vielleicht so, dass der ein oder andere auch bereit wäre, 10 Euro im Monat zu bezahlen oder vielleicht sogar 20 Euro im Monat zu bezahlen, wenn dann vielleicht noch dieses oder jenes mit dazu käme. Oder vielleicht sagt ihr, ihr seid mir ohnehin 10 Euro wert, ist mir vollkommen egal, welche Leistung ihr dafür noch zusätzlich erbringt. Ich zahle auch gerne 10 Euro. Das würden wir gerne von euch wissen. Gibt es was wir noch draufpacken können auf das Platin-Paket, sodass wir ein drittes Paket aufmachen können? Und sagt uns einfach mal, wie viel ihr bereit wärt, dafür auszugeben pro Monat. Das würde uns wirklich helfen. Und das packen wir jetzt in eine Umfrage. Genau, auf dem Community-Tab machen wir dazu eine Umfrage und dann erzählt uns, was ihr gerne hättet und erzählt uns vor allen Dingen auch, was ihr bereit wärt, dafür dann zu zahlen. Das ist ja am Ende die entscheidende Frage. Klar, würde jeder gerne eine Beratung haben, rund um Versorgung und trotzdem nur die 5 Euro zahlen, das wird nicht funktionieren. Also lasst euch darauf ein, zu sagen, wo ihr mitgehen würdet. Also ich klaue mal wieder den Text von Kai kurz um. Es geht im Grunde darum, sollen wir ein drittes Level einführen, oberhalb des Platin-Levels des bisherigen, weil wir können diese beiden Levels, die wir haben, das ist YouTube-Regel, die können wir jetzt auch gar nicht ändern. Und das wäre dann ein drittes Level, sagen wir, für 9,99 oder 9,10,99 oder. Und darum geht's und da wollen wir mit der Umfrage mit euch uns abstimmen und dann haben wir vielleicht nachher ein drittes Level. Also wichtig ist eben zu sagen, dass wenn wir einen Preis erhöhen würden eines bestehenden Levels, dann würde YouTube sämtliche Mitglieder rausschmeißen und würde denen sagen, so, die haben jetzt den Preis erhöht, deshalb müsst ihr eure Mitgliedschaft beenden, aber ihr könnt dann zu dem neuen Preis wieder neu einsteigen. Und da kann natürlich dann passieren, dass dem einen oder anderen das zu blöd ist und dann verlieren wir am Ende mehr Mitglieder als. Also es geht um drittes Level, oberhalb des Platin-Levels, wer hat da Interesse dran,
und was seid ihr bereit? So, aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema hier, zum Meilenthema. Und da hat die Yu, ich weiß gar nicht, wie man den Namen aussprechen soll. Ich sag mal Yu, Y-U-E. Yue, ja, und das ist ein Mädchenname. Vietnamesischer Mädchenname, der bedeutet Mond. Ah, der liebe Kai, was der alles weiß. Also, die wohnen die ja hier um die Ecke. Die, ja gut, die Yue, die lebt aber in der Schweiz, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber egal. Wir kommen jetzt zu den Fragen, und zwar den Fragen. Das ist ein ganzer Komplex und die Yue scheint sich richtig gut auszukennen. Und zwar geht es da um den Frequent Traveler Status bei Miles & More, um die UpTrip App und Kreditkarten in der Schweiz, weil das wieder eine andere Situation ist. Das sind, glaube ich, vier Fragen. Insgesamt kommen wir zur ersten Frage von Yue. Ich gehe wie ihr, schreibt sie, auch davon aus, dass die Meilen bei Miles & More in naher Zukunft abgewertet werden. Ich suche daher noch dieses Jahr einen Hin- und Rück-Routing mit meinen ca. 125.000 Meilen. Reiseklasse bin ich offen, Premium, Eco bis First. Ich selbst wohne in Zürich und das Reiseziel ist auch frei. Je weiter, umso besser. Da habe ich noch was von den Meilen. Was empfehlt ihr? Soll ich den Fokus darauf legen, First mit Meilen und Retour gegebenenfalls bezahlt zu fliegen oder hin, zurück, beides mit Business oder Kombi von Premium, Eco und Business? Welche Destinationen könnt ihr empfehlen? Kai, typische Frage. Ich habe einen Haufen Meilen und ich möchte möglichst weit wegkommen, möglichst schnell. Was ist dein Tipp? Ich würde es tatsächlich so machen. Die Frage wird ja auch genauso gestellt. Ein Segment First und dann gucken, wie man irgendwie wieder zurückkommt. Oder hin und zurück Business, wo du dann zwar hin und zurück kommst, aber eben auch nur, das ist dann so lauwarm. Ne? Das ist nicht so richtig heiß, wie sich First Class anfühlt. Ich würde die First Class machen. Wenn sich's ergibt, man dazu eine entsprechende Verfügbarkeit findet, würde ich First Class fliegen und würde dann gucken, wie ich irgendwie im Zweifel ein Eco-Ticket mit einem Hidden City-Ticket, wie ich dann wieder zurückkomme. Aber das muss jeder selber gucken, was ihm da, wie viel Komfort ihm da wichtig ist. Dann kommen wir zur zweiten Frage von Yue. Sie schreibt, zurzeit bin ich Frequent Traveler bei Miles & More. Mein Status gilt bis Februar 2026. Da ich aber 2025 eher weniger zum Reisen komme, werde ich voraussichtlich die reguläre Verlängerung nicht schaffen. Jetzt gibt's aber von Miles & More die neue App UpTrip. Da sammelt man pro Lufthansa-Gruppeflug zwei Bildchen, quasi NFTs, also Non-Fungible Tokens. Und ab 50 Bildchen kann man dann den Frequent Traveler-Status beantragen. Kai, hast du schon ein NFT und kannst du das empfehlen, was die UA da vorschlägt? Also ich weiß, dass es das gibt und ich hatte auch da vor Wochen das schon mal angedeutet, dass wir dazu irgendwann nochmal eine Folge machen. Wir haben nur im Moment so viel andere Sachen, dass wir da noch nicht zugekommen sind. Ja. Das geht also tatsächlich. Im Grunde genommen ist das so wie früher mit den Segmenten zum Status, denn du bekommst eben diese Bildchen, bekommst du zwei Stück pro Segment, glaube ich, ist es sogar. Und dann kannst du dir so ausrechnen, wie viele Segmente du brauchst. Das sind dann nämlich 25, das ist weniger als früher, da waren es 30. Deshalb ist das, wenn man die Segmente fliegt mit LH-Gruppen, also mit LH-Gruppen-Airlines, mit Lufthansa-Airlines und die zusammenbekommt, klar, kann man das machen, unbedingt. Also diese sind nicht einfach bloß Bildchen, sondern es sind so eine Art Zertifikate. Die sind einmalig, weltweit einmalig. Das ist der Trick dran. Und ich kann die quasi verwenden wie ein Gutschein oder wie ein Zertifikat. Genau, und so wie Panini-Sammelbildchen, die man dann eben eintauschen kann gegen irgendwie was. Und es gibt verschiedene Sachen, wofür man das eintauschen kann. Und so das Attraktivste in dem Sortiment ist eben, wenn man 50 von diesen Bildchen hat, dass man dafür den Frequent Traveler bekommt. Also für mich auch völlig neu, bin ich gespannt auf unsere Folge demnächst zu dieser UpTrip-App und was es da vielleicht noch gibt. Dritter Fragenkomplex von Yue. Wir sind immer noch bei Yue. Einer der Vorteile als Frequent Traveler, schreibt sie, ist ja die Wartelistenpriorität. Die haben wir im Podcast auch noch nicht angesprochen. Was heißt das ganz genau? Sehr gute Frage, Yue. Kann ich wie in den USA am Gate ein Free Upgrade anfragen und die setzen mich dann auf die Warteliste oder gilt die Wartelistenpriorität nur dafür, dass ich überhaupt auf einen Flug komme, wenn der zum Beispiel schon ausgebucht ist? Na, wenn der schon ausgebucht ist, Kai, dann klappt das ja nicht. Müssen sie einen ausschmeißen. Also was heißt das? Es ist genau das. Also es geht genau bei der Wartelistenpriorität geht es darum, dass wenn ein Flug ausgebucht ist, dann kommt man auf eine Warteliste und wenn dann noch jemand absagt, ausfällt, dann rücken ja Leute von dieser Warteliste nach. So ist das gemeint und so, deshalb ist es auch wertlos. Im Grunde genommen, diese Wartelistenpriorität gehört zu den sinnlosesten Vorteilen des Silberstatus, die es so gibt. Okay, das war ein eindeutiger Bescheid. Yue, sorry.
Kommen wir zum vierten Fragekomplex von Jue. Und zwar geht es da um Kreditkarten. Bei uns in der Schweiz, schreibt sie, gibt es nur die Möglichkeiten Swisscard oder Cornercard, um Miles & More Meilen direkt zu sammeln. Ich habe zurzeit die Miles & More Gold und sammle pro 1 Schweizer Franken eine Meile. Könnte ich aber zusätzlich die Gold Cornercard beantragen und den Sign-up-Bonus von ca. 20.000, schwankend je nach Aktion, mitnehmen? Kann ich beide Karten zur gleichen Miles & More Nummer verlinken? Kai? Ja, bin ich mit Schweizer Kreditkarten erwartungsgemäß nicht so wahnsinnig firm, aber in Deutschland geht das ja auch. Du kannst in Deutschland eine Miles & More Kreditkarte haben und eine Eurowings Kreditkarte und beide mit dem gleichen Miles & More Konto verlinken, das ist kein Problem. Ja, also müsste auch in der Schweiz klappen. Ja. Gut, dann sind wir mit Jue durch und kommen zum lieben André. Der hat eine Frage zur Auslandskrankenversicherung und zwar die Auslandskrankenversicherung der Miles & More Gold Kreditkarte. André fragt, ich bin im Besitz der Miles & More Visa Goldkarte und diese beinhaltet ja unter anderem eine Auslandskrankenversicherung. Jetzt war ich in Thailand im Krankenhaus, habe alles aus eigener Tasche bezahlt und möchte nun diese Rechnung bei der Versicherung einreichen. Aber ich habe von Miles & More nie eine Police der Versicherung bekommen. Was mache ich jetzt, Kai? Wie komme ich zu seinem Geld? Ich musste ihm leider schreiben, dass er sich die Frage relativ spät stellt. Also erstmal, eine Police gibt es deshalb nicht, weil das eben keine individuelle Versicherung ist, sondern Miles & More hat halt einen Gruppenvertrag mit dem Versicherer. Als Karteninhaber ist man eben Teil dieses Gruppenvertrags. Die Bedingung ist normalerweise, wenn man im Krankenhaus ambulant behandelt wird, dann legt man es aus und dann muss man aber auch sehr schnell, nachdem das passiert ist, die Versicherung davon in Kenntnis setzen. Wie viel Zeit da jetzt vergangen ist, schreibt er nicht, aber das klingt so, als wäre er dann erstmal nach Hause geflogen und überlegt sich jetzt so langsam, wie er an sein Geld wieder zurückkommt. Ist er stationär aufgenommen gewesen und hat also mehrere Tage oder mindestens eine Nacht im Krankenhaus gelegen, dann muss er, bevor er da, also dann darf er das gar nicht selber bezahlen, sondern da muss vorher die Versicherung informiert werden und die geben dann eine Deckungszusage an das Krankenhaus ab und rechnen direkt mit dem Krankenhaus ab. Also die erstatten für Krankenhausaufenthalte, erstatten sie im Nachhinein nicht. Das wird dann vermutlich zu spät sein. Also hoffen wir jetzt mal für ihn, dass er da nur sich einen Daumen gebrochen hatte und dann ambulant behandelt wurde im Krankenhaus. Es gibt ja hier keine Arztpraxen in Thailand, sondern alles, wenn man krank ist, geht man immer direkt gleich ins Krankenhaus. Da sind dann eben Arztsprechstunden und so und dann hoffen wir mal, dass es sowas gewesen ist. Generell ist es eben so, dass diese Versicherungen Wert darauf legen, dass man sich sehr, sehr schnell, nämlich in der Regel bei ambulanter Behandlung unmittelbar nach Abschluss der Behandlung, an die Versicherung wendet, denen schon die notwendigen Rechnungen zuschickt und damit dann eben sofort auch gleich die Regulierung dann in Gang setzt. Und bei Aufnahme, stationärer Aufnahme, ist es ganz, ganz wichtig, das wissen die in Thailand im Krankenhaus auch, also wenn ihr da vom Auto angefahren werdet und ihr kommt schwer verletzt auf der Trage liegend ins Krankenhaus, bevor die euch in den OP schicken, fragen sie euch, geben sie mir bitte ihre Krankenversicherungskarte, damit wir die Deckungszusage von der Krankenversicherung einholen können. Das klingt makaber, aber es ist tatsächlich so. Die legen keine Hand an, die rühren keinen Finger, solange sie das nicht mit der Krankenversicherung besprochen haben. Deshalb vermute ich mal, wird das bei ihm ambulant gewesen sein und dann würde ich jetzt zusehen, dass ich das schnell abgerechnet bekomme. Also und wenn ich da auf der Bahre liege, dann winke ich mit meiner Miles & More Karte. Auf der Miles & More Karte ist in der Regel, ich bin mir auch nicht sicher, weil er schreibt ja Miles & More Visa. Und die Miles & More Kreditkarte ist eine Mastercard und die Eurowings ist eine Visa-Card und beide sind sie Gold. Deshalb weiß ich jetzt gar nicht so genau, welche. Visa Gold-Karte. Eine Miles & More Visa-Gold-Karte gibt es, glaube ich, gar nicht, sondern es gibt eben eine Eurowings Visa-Karte Gold und es gibt eine Miles & More Mastercard Gold. Ich gucke jetzt mal auf die Visa-Karte und da steht hinten, kann man wahrscheinlich sehen, da oben sehr klein gedruckt steht die Telefonnummer der Versicherung drauf. Das ist bei der Miles & More Kreditkarte genauso und das ist auch bei der Amex Platinum so. Hinten auf der Kreditkarte ist immer die Versicherungsnummer. Da weiß dann das Krankenhaus, dass sie da anrufen müssen und dann eben die Deckungszusage einholen müssen. Also, André, da haben wir hoffentlich einen ganz praktischen Praxistipp dir gegeben. Trinke inzwischen mal von einem der vielen Kaffees, die wir regelmäßig spendiert bekommen. Ist ja einem Leser oder einem Zuschauer aufgefallen, dass wir hier nie Kaffee trinken und nur damit das mal deutlich wird, dass wir, wirklich auch dankbar sind für eure Spenden, trinke ich jetzt mal einen Schluck Kaffee. Ja, offline natürlich, wir trinken die alle offline, aber wir haben uns jetzt entschieden, wir trinken die auch online und demnächst gibt es auch True Miles Podcast Tassen. Das wird alles. Wir sind ja noch ein ganz junger Podcast. Kommen wir zur Frage vom lieben Kevin. Mit Meilen nach New York. Der Kevin schreibt, wir haben vor einiger Zeit das Bundle-and-Go-Paket gekauft, also eines der Bundle-and-Go-Pakete, und besitzen nun ca. 26.500 Meilen. Im Oktober soll es damit Business Class nach New York City gehen. Nun sind bei den 112.000 Meilen pro Person hohe Zuzahlungen nötig und bei den 155.000 Meilen pro Person
fehlt uns noch eine ganze Ecke an Meilen. Hast du, Kai, einen Tipp für Kevin, welche Strategie er jetzt verfolgen könnte bei dem jetzigen Stand? Wie kommt er eigentlich auf die Idee, dass er einerseits 112.000 Meilen bezahlt und andererseits 155.000 Meilen pro Person? Das ist der Flex-Tarif und der Flex-Plus-Tarif. Und das ist jetzt durch die, die Frage hat er uns gestellt, bevor Lufthansa die Zuschläge erhöht hat, die Treibstoffzuschläge. Das haben sie ja jetzt am letzten Donnerstag gemacht. Also sie haben es, glaube ich, schon vorgemacht, aber aufgefallen ist uns erst am Donnerstag. Also Kevin ist jetzt einer von denen, die sich freuen. Ja, genau. Er ist einer von denen, die jetzt gerade wahrscheinlich ins Kissen beißen und sich ärgern, hätte ich mal früher gebucht. Ja, also Lufthansa hat, das nur nochmal für die, die unsere News-Folge am Donnerstag nicht gesehen haben, Lufthansa hat freundlicherweise die Treibstoffzuschläge verdoppelt von so knapp 200 Euro auf 380 Euro, aber nur in Richtung Nordamerika und Mexiko. Das heißt, wer jetzt einen Premium-Flug nach Nordamerika oder Mexiko buchen will, würde One-Way 500 Euro bezahlen, Return ungefähr 900 Euro, statt wie bisher 350 Euro und 700 Euro. So, das ist eine ganze Menge Geld, die da jetzt eben nochmal on top drauf kommt. Das entwertet natürlich auch eure Meilen. Es gab vorher schon und es gibt auch weiterhin die Möglichkeit, statt dieses Flex-Tarifes mit den hohen Zuzahlungen einen Flex-Plus-Tarif zu buchen. Und da sind mit einer Zuzahlung, mit einer pauschalen Zuzahlung von 22.000 Meilen je Richtung, sind dann die Treibstoffzuschläge abgedeckt. Bisher haben sie diese 22.000 Meilen noch nicht erhöht, obwohl sie ja die Treibstoffzuschläge, die damit abgedeckt werden, gerade verdoppelt haben. Das heißt, im Moment ist dieser Flex-Plus-Tarif vermutlich eine gute Idee, weil man spart 400 Euro für 22.000 Meilen. Das ist keine so schlechte Ratio, würde ich sagen. Also da kauft ihr dann ja sozusagen um die Meile mit einem halben Cent. Aber das wirkt äußerst fragil. Also die nächste Anpassung kommt doch bestimmt. Wir warten ja ohnehin auch noch auf die Anpassung des Award-Chars. Insofern kann man nie sagen, was da läuft. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob das tatsächlich... Das macht eigentlich keinen Sinn. Eigentlich machen solche harten Dinger machen nur Sinn, wenn man sie auf einmal durchzieht und dann einfach den Kopf runternimmt und wartet, dass der Sturm vorüberzieht. Jetzt also sozusagen erstmal... Ja, der Carsten Spohr. Das stimmt. Aber mit Nordamerika anzufangen und eine Woche später dann den nächsten Shitstorm zu bekommen, weil man jetzt auf Thailand und Südostasien erhöht hat und dann irgendwann Dubai und Südamerika noch hinten dran macht, so jede Woche mal die lange Nase zeigen, Sinn macht das nicht. Das muss auch bei Lufthansa dem einen oder anderen vielleicht klar sein. Naja, wir bleiben ja da dran. Wir beobachten das wohlwollend, wie immer. Ja, wohlwollend. Ich bin da ziemlich verärgert drüber, wenn ich ehrlich bin, aber ja. Ja, hilft ja nichts. Nee, klar. Kommen wir zur Frage von Ahmad. Und zwar geht es da um die Amex Hotel Collection. Erstmal, schreibt er, möchte ich mich für die tollen Folgen bedanken. Ich gucke immer eure Folgen auf YouTube und diese sind immer informativ und hilfreich. Ach, das liest sich wie Honig. Ich habe eine Frage bezüglich der Amex The Hotel Collection. Und zwar, ich plane gerade meinen Urlaub nach Dubai und Abu Dhabi im September. Ich habe eine Amex Platinum und habe bei meiner Suche gesehen, dass meine präferierten Hotels Teil der Amex Hotel Collection sind. Also Canopy by Hilton, Canopy. Dubai Seaf, beziehungsweise Teil der Fine Hotels and Resorts, Conrad Etihad Towers in Abu Dhabi wahrscheinlich. Und die kosten dort fast das gleiche wie bei einer direkten Buchung bei Hilton. Meine Frage ist jetzt, wenn ich durch die Hotel Collection buche, bekomme ich zusätzlich zu der Amex Hotel Collection den Vorteil, auch meine Hilton Gold Vorteile, wenn ich da bei der Buchung bei Amex meine Hilton Nummer eingebe. Ich habe Hilton Gold Status von der Amex Platinum und würde gerne neben dem 100 Dollar Hotelguthaben von Hotel Collection auch das kostenlose Frühstück vom Hilton Gold Status mitnehmen. Bei Fine Hotel und Resorts sind mir die Statusvorteile nicht so wichtig, weil durch dieses Programm bekomme ich fast die gleichen Vorteile wie mit dem Gold Status und 100 Dollar Guthaben. Bei Hotel Collections fehlt aber das Frühstück. Das ist mir wichtig. Kai, das ist dir auch wichtig, das weiß ich ganz genau, das kostenlose Hilton Frühstück. Also ohne das geht beim lieben Kai gar nichts. Aber was hast du dem lieben Ahmad gesagt? Wie kommt er da raus? Schade, dass wir heute den Alex nicht dabei haben. Ne? Der wohnt ja dann nicht nur und war wahrscheinlich auch schon in all diesen Hotels, sondern ist ja auch der absolute Hilton-Fachmann. Aber das weiß ich, glaube ich, sogar selbst. Das geht nämlich tatsächlich. Jedenfalls ging das vor Corona. Und ich glaube, da ist dann auch seitdem nichts geändert worden. Also man kann tatsächlich die Statusvorteile kombinieren mit der Buchung über die Hotel-Collection von Amex. Ansonsten ist die Hotel-Collection nicht so wahnsinnig attraktiv, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber zumindest in diesem einen Fall, ne, wo ein Status das Frühstück bringt, und das ist eigentlich nur bei Hilton, da macht das tatsächlich Sinn. Ja. Das ist doch eine richtig schöne Antwort. Dann kommen wir zur Frage von Robert. Da geht es um Südamerika und Neuseeland. Neuseeland. Robert fragt...
Neuseeland. Habe ich Neuseeland gesagt? Du wolltest. Das lassen wir deine Frau nicht hören. Oh Gott bewahr. Der liebe Robert fragt, vielleicht hast du, Kai, einen Tipp für mich. Ich fliege auch ziemlich gerne und plane eine Umrundung. Mein Plan, schreibt der Robert, schaut so aus. Ab Frankfurt nach Buenos Aires oder Sao Paulo. Mit Lufthansa First Class würde ich mit Miles & More buchen, also der Robert. Dann ab Buenos Aires oder Sao Paulo nach Santiago de Chile würde ich bezahlt machen, also mit Cash. Dann ab Santiago de Chile nach Auckland, Neuseeland. Qantas oder LATAM bedienen die Strecke. Da habe ich aber keine Idee, schreibt er, wie ich die mit Avios oder Meilen buchen kann. Auf der BA, British Airways Website, geht leider nichts. Miles & More habe ich auch angerufen und die haben auch nichts. Eventuell über Nordamerika, aber da gibt es keine Verfügbarkeit. Und dann zurück ab Auckland nach Frankfurt mit Qatar, Q-Points. Das ist wohl kein Problem. Ich würde, schreibt der Robert, würde gerne auch über Auckland zurück, da ich Melbourne und Sydney schon abgeflogen habe. Kai, was hast du dem lieben Robert gesagt? Ja, also als einzigen kleinen, wirklich praktikablen Tipp konnte ich ihm sagen, dass es von Buenos Aires nach Santiago de Chile den schönen Fifth Freedom Flights mit KLM gibt. Wir haben ja ein Kanalmitgliedsvideo gemacht zu Fifth Freedom Flights. Da fliegt KLM eben diese Strecke für 22.000 Meilen und gibt es auch immer Verfügbarkeiten für den Preis. Und da lernt man dann eben die KLM Business Class mal auf einer kurzen Strecke kennen. Und das ist eben auch eine der besseren Möglichkeiten, so innerhalb von Südamerika voranzukommen. Was seine Langstrecke angeht, da kann ich ihm nicht wirklich bei weiterhelfen. Tatsächlich ist es so, dass ich habe bei Flight Connections geguckt, dass die Strecke im Moment nur von LATAM bedient wird und gar nicht von Qantas. Nicht, dass das jetzt wahnsinnig viel einfacher wäre, mit Qantas eine Verfügbarkeit zu finden. Die sind ja One World-Mitglied, das heißt, theoretisch müssten sie auch über zum Beispiel Cathay, also Asia Miles oder British Airways Executive Club buchbar sein. In der Praxis ist es aber so, dass die ziemlich knauserig sind mit den Verfügbarkeiten. Das heißt, Qantas zu fliegen mit Meilen ist immer eine Herausforderung. Das wäre nicht ganz einfach. In diesem Fall, wie gesagt, wird die Strecke aber im Moment auch gar nicht bedient von Qantas. Sehr wohl, aber von LATAM. LATAM ist das Problem, die sind ausgetreten aus der One World Alliance. Das heißt, die kann man nicht mehr buchen über die Vielfliegerprogramme. Ich glaube, das hat er ja auch schon selber gesagt, mit British Airways, da sind sie noch verpartnert, auch was die, das Vielfliegerprogramm angeht. Und LATAM ist natürlich tatsächlich auch eine Partner-Airline von Miles & More. Und tatsächlich kann man mittlerweile LATAM auch über Miles & More in der Online-Suche finden und buchen. Unregelmäßig und sicherlich auch nicht alles, was es an Inventar gibt, aber ich habe da schon Flüge gerade innerhalb Südamerikas und auch nach Südamerika habe ich da gesehen. Wenn er jetzt aber sagt, er hat da angerufen und die hatten nichts für ihn, dann vielleicht war es die Frau, die ich auch am Apparat hatte und die auch nichts für mich tun konnte, dann sollte er vielleicht noch ein zweites Mal anrufen, um wirklich sicher zu gehen. Hang up and call again. Ja. Das gilt ja nicht nur für Miles & More, das gilt generell. Ne? Wenn du bei einer Hotline anrufst und die sagen dir, ich kann überhaupt nichts für sie tun, dann bedankt man sich freundlich, legt auf und ruft nochmal an und hofft, dass man eine andere Person am Apparat hat, die einem dann plötzlich helfen kann. Und das ist auch oft überhaupt gar kein Problem. Bei Verkäufern und Verkäuferinnen heißt das, noch ein Impuls notwendig. Abgekürzt, nein, gibt's nicht. Der einzige Praxistipp, den ich ihm mitgeben konnte, also wenn es auf der Strecke, das ist natürlich auch eben eine Strecke, die nicht sonderlich häufig bedient wird und eben wenn es nur eine Airline ist, die da fliegt und man für die Airline nichts findet, dann kommt man da an der Stelle nicht weiter. Das ist einfach mal so. Über Nordamerika gibt es ja ein paar mehr Möglichkeiten, insbesondere auch mit Air New Zealand. Air New Zealand ist auch knickrig, haben aber so seit einem Jahr ungefähr angefangen, Verfügbarkeiten für die Transpazifik-Strecken, also Richtung USA, das vor allen Dingen San Francisco, Los Angeles, da Verfügbarkeiten freizugeben, ab 2 Monate vor Abflug, und zwar auf den Tag genau, 2 Monate vor dem Abflug. Das kann also Sinn machen, wenn man sich in dem Zeitfenster bewegt, dass man dann guckt, nicht über Miles & More, denn Miles & More pflegt Verfügbarkeiten von Air New Zealand nicht ein in die Online-Suche. Die müsste man dann also erstmal suchen über United Mileage Plus, haben eine hervorragende Premium-Flugsuche. Und wenn ihr da Flüge findet, dann sollten die eigentlich auch über Miles & More buchbar sein. Mindestens theoretisch und mindestens beim zweiten oder dritten Mitarbeiter an der Hotline. Das ist so die einzige Idee, die mir dazu noch einfällt. Ganz gelegentlich gibt es auch mal, habe ich bei Live Miles mal gesehen, so Verbindungen über Kanada, über Vancouver mit Air Canada. Die fliegen, glaube ich, auch nach, nee, ich
weiß gar nicht, ob die direkt nach Neuseeland fliegen oder ob die nur nach Brisbane fliegen. Das kann sein, dass ich mich da gerade verrenne. Aber in jedem Fall, Air New Zealand fliegt an die Westküste der USA und da, wie gesagt, 2 Monate vorher geben die Verfügbarkeiten frei. Sehr schön. Dann kommen wir noch abschließend für heute. Wir sind ja auch schon wieder recht lange. Abschließend für heute zur Frage vom lieben Michael zum Thema Life Miles und Money oder Life Miles and Money. Die Frage kann ich wirklich nur vorlesen. Ich habe da fast kein Wort verstanden und das kommt selten vor. Der liebe Michael fragt, macht Life Miles and Money Sinn, um nicht auf großen Mengen an Life Miles zu sitzen? Würde gerne bei 160% Bonus kaufen, falls es Sinn macht, ab wie viel Prozent Zuzahlung? Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass man über 50% Meilen haben sollte, bin mir aber nicht sicher. Also ich bin völlig verunsichert, Kai. Was ist denn Life Miles and Money? Das ist doch eigentlich zum Life Miles kaufen und nicht zum Loswerden, oder? Life Miles and Money war eine ganz tolle Möglichkeit, die einem ermöglicht hat, nicht im Voraus und auf Vorrat sozusagen Meilen kaufen zu müssen, weil man eben während des Buchungsprozesses, während du einen Premiumflug buchst, gibt es dann die Möglichkeit, noch Meilen dazu zu buchen. Das gibt es jetzt bei vielen Programmen und bei den meisten Programmen ist es uninteressant, weil dann der Preis der Meile immer zu hoch war. Das war bei Life Miles bis vor anderthalb Jahren nicht so. Da konnte man dann die Meilen dazu kaufen und zwar bis zu 60%, glaube ich. Also musstest 40% musstest du auf dem Konto haben. Nehmen wir an, du willst einen Flug für 100.000 Meilen buchen, dann musstest du 40.000 Meilen auf dem Konto haben und die 60.000 Meilen konntest du dazu kaufen. Und zwar konnte man dann mit so einem Schieberegler konnte man dann hin und her gehen, wie viele Meilen man kaufen will. Und dann wurde einem darunter immer der Preis angezeigt. Und das ist deshalb ganz schön, weil sich der Preis verändert hat. Und in einem bestimmten Korridor, und der bewegte sich tatsächlich so bei um 50%, ein bisschen weniger meistens, waren die Life Miles, die man dazu gekauft hat, am billigsten. Und da hast du sie tatsächlich eben so für 1,1 bis 1,2 Cent während der Buchung dazu kaufen können, was ein Traum ist, ein absoluter Traum. Das war offensichtlich so gut, dass Life Miles das irgendwann eingestellt hat. Das heißt, es gibt diese Funktion, Life Miles and Money, die gibt es immer noch. Es gibt auch immer noch den Schieberegler, aber der zeigt einem jetzt eben auch immer 3 Cent an. So. Und das für 3 Cent dazu kaufen macht keinen Sinn. Deshalb, das funktioniert leider nicht mehr. Dass er das im Internet noch findet, ist nicht weiter verwunderlich, denn solche Artikel werden halt nicht aktualisiert. Wer guckt jetzt schon jeden Monat, welcher Blogger guckt schon jeden Monat mal bei Life Miles, ob die Life Miles and Money Funktion noch funktioniert. Das ist ein Artikel, den man irgendwann mal geschrieben hat und den man dann nie wieder aktualisiert. Und dann sind solche Leichen eben noch über Jahre im Internet. Genau, das ist ja auch mit ein Problem, warum das mit dem Bloggen nicht mehr so richtig funktioniert. Aber das mal dahin. Kai, wir sind durch, oder? Es wurde ja auch Zeit. Wieder neue Fragen, aber es wurde jetzt wirklich Zeit. Wir machen jetzt einfach die Tür zu. Ihr dürft uns gerne Kaffee kaufen, wie immer. Ihr dürft uns Direktzahlungen leisten, denn die Links findet ihr alle in der Description. Ihr dürft sehr gerne Mitglied werden auf der Goldstufe oder auf der Platinstufe. Wir sind für alles empfänglich, wie immer. Bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen und fürs Zuhören, wie immer. Die nächste Podcast-Folge kommt bestimmt. Und jetzt sage ich auch noch Tschüss zum Kai, wie immer. Tschüss, Kai. Tschüss.